Hallo und herzlich willkommen zu Folge 205. Wir sind noch in Korinnes, in der Stadt gerade. Zum einen rede ich jetzt mit Donnerschlag, zum anderen versuche ich Granstruhe zu öffnen Doch Beliard ist in bezüglich seinem gerechten Kampf gegen ihn bezüglich der Runenreise-Quest. Hier steht die große Ork-Armee. Oder ein Teil davon eher gesagt. Die Armee ist eher verteilt auf die ganze Stadt. Ganzen Ork-Kriegsherren da links und rechts und überall. Sieht mich denn gerade einer? In dem Raum hier ist ja niemand. Als wenn ich hier stehe und jetzt auf Schleichen drücke. Perfekt, den Wein lasse ich mitgehen. Und die Truhe hier auch. So, gucken wir mal. Was? Fünfmal nach rechts? Jetzt nach links, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Achtmal nach rechts. Was ist denn das für eine Kombination? Können wir den vielleicht? Suchst du Ärger? Ja, nee, aber du. Sieht das denn hier einer, wenn ich... Hat hier keiner mitbekommen, oder? Na Jungs, alles fit? 200 DP abgestaubt. Und ein bisschen Zeug. Mensch, wir machen hier eine Pause, die Jungs, was ist denn das? Die können ja auch gar nichts, ey. So, jetzt klären wir das hier wieder. Da bist du ja wieder, Mora. Und? Hat Mardok seinen Befehl erhalten? Ja, hat er. Sehr gut. Hier hast du ein paar Goldstücke. Mardok braucht noch ein Dutzend Heiltränke für das Heer. Die kann er haben. Geh zum Alchemisten Ezzo. Er soll sie dir geben. Wo finde ich Ezzo? Der Assassine Ezzo hat hier in der Oberstadt das Haus des Alchemisten von Korinnes übernommen. Und nun beeil dich. Mardok braucht die Heiltränke. Ja, sicher braucht er die. Meine Frage, bist du eigentlich aggressiv, wenn ich die Sachen mitgehen lasse? Goldene Kelch zum Beispiel. Ach, das interessiert dich nicht, ne? Das ist ja gut. Warum soll es dich auch interessieren? Ist ja immerhin eh nicht dein Zeug, ne? Kannst mich ruhig beobachten. Deine Sachen nehme ich schon nicht mit, Chef. Ich lasse nur allen Rest mitgehen. Wahrscheinlich hätte uns auch der Adept nicht angegriffen, hätten wir die Sachen genommen, aber haben wir halt umgemetzt. Ach, da übernimmt einer seine Schicht. Das passt mir auch in den Kram. Hehe. Da ist nichts zu holen. Da ist sehr gut. Man muss bei der Befreiung von Korinnes klein anfangen, Leute. Ganz klein. Und dann kriegt man das auch alles nach und nach auf die Reihe. So, jetzt gehen wir zu Ezzo. Okay, hier oben sollte ich nicht anfangen aufzuräumen. Wobei, vielleicht den da. Bin gerade im Blutrausch, Leute. Da muss ich dir ein bisschen was töten. Steck die Waffe weg! Na warte, du Mistkerl!
Hat niemand mitbekommen, oder? Oder Ezio, nee, warst viel zu weit weg, oder? Ah ja, klar. Nichts passiert draußen. Donchak braucht Heiltränke für das Heer. Gut. Wenn Donchak dir den Auftrag gab, kannst du welche haben. Wie viel braucht er? Ein Dutzend. So viele Zutaten habe ich. Sag mal, könntest du mir diese nicht besorgen? Wenn es unbedingt sein muss. Für ein Dutzend Heiltrank... Gut. Das haben wir alles schon gesagt. So gut dort können... Ja, wir wissen aber, wo es gibt. Auf den Was sagtest du? Ach, nichts. Ich habe... Ach so. Also bis dann. Hier hast du deine Heilpflanzen. Ausgezeichnet. Ich werde sofort damit beginnen, die Tränke zu brauen. Wann wirst du die Tränke gebraut haben? Komm morgen wieder. Dann dürften sie fertig sein. Gut, jetzt probiere ich gerade mal, ob ich hier auch ein bisschen was mitgehen lassen kann. Na warte, du dreckiger Dieb. Nee, der gute Ezio, der will sein Diebesgut für sich behalten. Gut zu wissen. Dann beginnen wir jetzt mal mit der kleinen Säuberung des oberen Viertels, eventuell. Denn die Frage ist, wenn ich den da... Jetzt kannst du was erleben, Nora. So, schauen wir mal, ob das funktioniert, wie ich das geplant habe. So. Die Heiltränke haben wir ja von Fellern bekommen, glaube ich, ne? Deswegen gut, dass wir sie benutzen können. Der Markt ja da vorne ist jetzt ungedeckt, Leute. Ach, das ist einer mit Namen. Ups. Egal, bleib stehen. Immerhin haben wir drei Adepten und einen Orkspeer getötet. Puh, bei denen muss man halt echt vorsichtig sein. Ich hab da mal eine Frage. Was willst du, Mora? Okay, der will seine Ruhe. Das kann ich respektieren. Ich habe auch noch eine Frage wieder mal an euch, und zwar hier. Was muss ich hier nochmal machen? Er ist also Mitglied, ich habe sein Angebot bei der Liebesgemeinde zum Mal angenommen. Mal sehen, was mich erwartet. Ja, genau, hier, der Rengarus-Raubzug. In einer Truhe im Hafen von Kurin ist ein Schlüssel, jetzt so trägt Jora immer bei sich. Den Schlüssel haben wir, aber wo ist die Truhe? Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, hier unten könnte man auch noch gut aufräumen, oder? Ich überlege gerade. Genau da hinten wollte ich noch mal hin. Lass mich mal durch, Jungs. Steht da dann wahrscheinlich ein Orkschiff, ne? Da waren wir schon mal. Standbild. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, okay, das war ja zu erwarten. Hier stehen sogar zwei Schiffe, das ist ja cool. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier schon waren. Richtig, sonst wären die Fische nicht hier. Wird der jetzt schon mitgenommen? Dann nehme ich hier noch ein bisschen was mit. Und ansonsten, ich gucke mir vielleicht mal die Schiffe an, aber das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Also nicht direkt wieder nämlich schlafen, bis es Nacht wird. Und hier haben wir aber einen Ork-Krieger. Hat der einen Namen oder kann man den verprügeln? Der steht da ziemlich isoliert. Der hat uns trotzdem nochmal zugesetzt.
aber das ist jetzt nicht wert, hier Heiltränke zu verbrauchen. Ich lege mich gleich einfach hin und schlaf bis zum nächsten Morgen. Nee, Quatsch, bis um Mitternacht. Um, oh, oh. Okay, da habe ich gerade noch einigermaßen annehmbar reagieren können. Überall die Fliegen. Lecker, lecker. Bei den vergammelten Fischen hier. Ist da hinten noch ein Waran? Hat nicht den Anschein. Aber ein Feldknöterich am Strand, im Sand vergraben. Da fragen wir jetzt mal am besten nicht nach, was das soll. Da ist noch eine Wasserpfeife. Ist da irgendwas drin noch? Habe ich da noch irgendwas gesehen? Irgendwas erspäht? Jawohl, habe ich sogar. Ein Piratensäbel und eine Fischsuppe. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich nur erstmal den Bereich hier ausnehmen. Und dann gehen wir irgendwann anders noch auf die Schiffe. Aber das ist schon mächtig, dass da schon direkt mal zwei stehen. Gut, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie das Kriegsschiff. Oder wie unser Schiff, oder ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sind ein bisschen kleiner, die Schiffe. Na, groß genug sind sie alle mal. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal wieder ins obere... Halt! Nee, okay. Den Steg hier nehmen wir noch mit. Ich frage mich auch, wie man auf die Idee kam. Also hier ist irgendwie so ein Steg und da ist eigentlich nur alles zugepackt mit irgendwelchem Zeugs, was keine Sau braucht. Und hier liegen einfach mal Pfeile, ein Trank und Erz rum. War hier nicht noch mehr? Ah, jawohl, eine Säge. Perfekt. Und da noch eine Bürste in der Kiste, oder was? Nee. Sah nur so aus, ein silberner Ring. Ah, okay. Und eine alte Münze noch. Ja gut, man hätte einfach nur ein bisschen genauer schauen müssen. Bolzen. Ah, perfekt. Also, wertvolleres gibt es auf der Welt fast gar nicht. Okay, gut, hätten wir den Teil hier auch. Jetzt muss ich noch gucken, dass wir hier einigermaßen annehmbar wieder rüberkommen. Machen wir einfach einen weiten Sprung. Weil hier sind verdammt viele Kisten. Was soll denn das? So. Okay, das sah gerade ein bisschen komisch aus, aber egal. Geschafft ist geschafft. Okay. Waren wir eigentlich schon bei Farim hier? Ne, waren wir nicht. Da liegt Fleisch auf dem Boden. Ist wahrscheinlich längst schlecht geworden, aber ist ja egal. Das Zeug nehmen wir auch noch mit. Oh, das Weißt du was? Ich schlaf mal bis Nachmittag. Bis 15 Uhr, eine halbe Stunde. Das reicht, um das Leben komplett aufzufüllen. Wir haben den 199. Tag unserer Reise. Und Roland ist immer noch fit. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist eigentlich, dass die Tage irgendwie schneller, ich sag mal, voranschreiten oder ob das halt geplant sein soll, weil wir halt immer auf Reisen sind mit der Albatros. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, ne, wir fangen schon mal an, im kleinen Korinnes zu säubern. Ja. Damit wir dann bei der Rückeroberung nicht allzu viele Probleme haben. Meucheln wir jetzt einfach ein paar um die Ecke. Ich glaube, mit dem da vorne machen wir weiter. Haben wir eh gerade ein paar Tränke gefunden, da können wir das jetzt auch mal machen. Mal abspeichern und den da vorne nehmen wir auch noch mit. Nein, doch nicht den Ohrkrieger. Jetzt kannst du was erleben, Mauer. Das denkst du, dass ich was erleben kann. Ich glaube, du kannst gleich was erleben.
Verdammt, du sollst einen Apfel dabei haben, Mann. Ich brauch Stärke. Naja, egal, gut. Haben wir jetzt schon mal den Weg zum, naja, zum Schiff, oder zu den Schiffen einigermaßen gesäubert? Naja, gut, eigentlich kein Stück. Die paar tote Orks. Aber wieder ein bisschen niedrige Bildrate gerade. Okay, jetzt geht's wieder. Und jetzt versuche ich, wie gesagt, das mit Grants Truhe. Ob wir auch hier einen reinlocken können, ohne dass der Rest es bemerkt. Wird schwierig. Die Adepten werden immer weniger hier. Wobei weniger werden die nicht. Aber hier ist einiges an EP, das muss ich ganz ehrlich sagen. Extrem viel EP, die hier rumläuft. Würde ich mal sagen, wir schlafen eine Runde. Ich würde ja eigentlich auch mal gerne den Rest von der Diebesgilde treffen. Ich weiß noch nicht, ob die in der Stadt sind. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht sind. So, Mitternacht. Ist ja niemand hier? Ich dachte, die Adepten schlafen hier. Oder müssen die Punkt 0 Uhr noch ihren Belia anbeten? Das weiß ich natürlich nicht. Die Orks, die schlafen ja im Sitzen. Das ist übrigens auch sehr interessant. Ist halt eben eine andere humanoide Lebensform, ne? Nee, nee, ich mach nix, keine Sorge. Ignorier mich. Ist am einfachsten, ehrlich. Ich versprech's auch. Sehr gut. Finger weg, Maurer. Ich glaube, der mich entdeckt. Oh. Dann müssen wir da drin mal ein bisschen aufräumen. Wenn man mir keine andere Möglichkeit bietet, dann räumen wir da drin halt eben auf. Waffe weg, Mora. Jetzt kannst du was erleben, Mora. Lauf doch, Roland, lauf doch. Was war denn das schon wieder? Das kotzt mich an. Also das regt mich so auf. Ich pack die Waffe weg und gebe schon den Laufbefehl, aber er steht da und lässt sich nur extra viel Zeit. Weil er so viel Zeit hat. Jetzt kannst du was erleben, Mama. Gut, da habe ich gerade geblockt wie ein Besoffener. Das gebe ich zu. Das muss doch, da muss jetzt noch was drin sein, komm. Ich will die Runenreise mit Tarok beenden. Waffe weg, jetzt. Und ich werde es gottverdammt auch tun. Da hat's gerade geruckelt, meine Fresse. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wir haben es doch schon oft geschafft. Da können wir jetzt nicht an dem da hängen bleiben. Vor allem will ich den da entfernen, damit wir im Hof Platz haben. Jetzt kannst du was erleben, Mora. Ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich Assassin's Creed spielen. Und oh, jetzt kommt er mir aber gefährlich nah. Bleib doch, Roland. Oh, diese Ruckler, es ist so zum Kotzen.
Egal. Das hält ja nicht auf oder so. Es gibt schon auch noch einen einfacheren Weg an die Truhe zu kommen. Man könnte auch einfach per, weiß nicht, per Schlafspruchrolle oder so vielleicht die beiden Orks hinlegen lassen. Jetzt kommt das ein bisschen ein. Mauer. Na endlich. Ohne getroffen zu werden, wohlgemerkt. Trotz Ruckler. Geht doch. So, 700 EP sind drin und ein Ork ist tot. Dürfte keiner mitbekommen haben und da hinten läuft noch genüsslich ein Ork-Söldner. Wo auch immer hin. Da hinten haben wir noch einen. Perfekt. Ist mir auch gerade egal, ob der aufsteht. Denn der beachtet uns gar nicht. Oh. Das ist wiederum ungünstig. Oh, Bolzen. Ich glaube, dann machen wir das in der nächsten Folge und erledigen den da. Bis dahin. Tschüss.